Die FCB-TV News werden Ihnen präsentiert von bwin. Training der Bayern an der Säbener Straße nach dem hart erkämpften 2:0-Sieg in Mainz. Während die Spieler der Startelf im Leistungszentrum regenerierten, bewältigte der Rest der Erfolgstruppe gemeinsam mit einigen Jugendspielern eine ganz normale Einheit. Und das bei einem Wetter, das sicher nicht das Optimale gewesen wäre, um die frühzeitige Meisterschaft mit den Fans zu feiern. Mal sehen, wie das in den kommenden Tagen aussieht. Am Dienstagabend zum Beispiel in Berlin. Dort würden die Bayern bei einem Sieg gegen Hertha BSC nämlich in jedem Fall die 24. deutsche Meisterschaft vorzeitig sicherstellen. Egal, wie Dortmund und Schalke spielen, die dann übrigens im Ruhrpott-Derby gegeneinander antreten. Für Pep Guardiola wäre es die erste Meisterschaft außerhalb Spaniens, die erste im März und damit die früheste aller Bundesliga-Zeiten ohnehin. Gleiches gilt für Thiago Alcantara, der in Mainz nicht dabei war. Ob es für Berlin vielleicht wieder reicht, wird sich wohl erst nach der Sondereinheit heute mit Andreas Kornmeier bzw. erst morgen nach dem Abschlusstraining entscheiden. Weniger erfolgreich als die Bundesliga-Profis präsentiert sich zurzeit die zweite Mannschaft der Bayern, die in Aschaffenburg nicht über ein 2:2 Unentschieden hinauskam, obwohl Rankovic in der 90. Minute noch der viel umjubelte 2:1 Führungstreffer gelungen war. Warum es am Ende doch nur zum Unentschieden reichte, können Sie im ausführlichen Spielbericht bei FCB-TV sehen. Beim 3:0-Sieg der Bayern-Frauen gegen Essen gelang Jenny Gaugiegel mit ihrem Treffer zum 2:0-Zwischenstand ein wahres Tor des Monats. Und das mit gerade mal 17 Jahren. Alle Achtung. Dass aber auch die Treffer von Gina Lewandowski zum 1:0 und Vanessa Bürki zum 3:0 Endstand sehenswert waren, zeigt die komplette Zusammenfassung des Spiels bei FCB-TV. Thomas Müller war unter der Woche Gast beim Audi Star Talk, der heute Abend ab 21.15 Uhr in voller Länge bei Sport1 zu sehen ist. Einen kurzen Ausschnitt davon gibt es aber jetzt schon hier zum Abschluss der FCB-TV News vom Sonntag. Einfach dieser Zusammenhalt, der auf dem Platz auch sichtbar war, der wird einfach auch auf so Feiern dann immer wieder auch im Verein gelebt. Und ja, das ist wirklich, es macht Spaß, bei Bayern Spieler zu sein.